Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es vielleicht hier, ich habe Räder mit dabei und bin alleine unterwegs. Und was heißt das? Ich habe zwei Fahrräder im Auto und bin alleine auf der Autobahn. Und ihr seht, ich habe auch noch normale Klamotten an, beziehungsweise unnormale. Das heißt, ich fahre gerade in die Werkstatt und das Norco und die Capra, die Capra, werden abgegeben zur MTB, so ein Spray. Und werden dann mal fresh gemacht. Einmal ein Service in die Werkstatt rein. Und denn es geht ja bald nach Österreich. Und da sollten die Bikes im besten Fall gut funktionieren. Da kann man sich zwar auch überall Bikes leihen, aber ja, man will natürlich auf dem eigenen heimischen Rad, wie als ob man nach Hause kommt, da hinfahren. Und deswegen werden die Räder mal abgegeben. Wir gucken mal heute, was so ein bisschen im Laden neu ist. Und ja, machen einen gemütlichen Tag. Ich muss später leider noch arbeiten. Aber egal, es regnet eh. Let's go. So Leute, angekommen bei der MTB Zone Spree. Ich lade jetzt hier aus, bringe dann nach und nach mal alles rein und dann schauen wir mal, dass wir einen André finden und gucken, ja, was Neues gibt im Store. Ne? Nehmen wir euch mit. So Leute, da hinten läuft der André. Ja, jetzt geht er rein. Weil ich kann schon, mein Aubert kann ich schon mitnehmen heute. Mega cool. Cool. Da haben wir nämlich nur ein Rad zum Einladen. Und es gibt natürlich wie immer ein paar Neuigkeiten hier. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zum Beispiel hier, Eingangsbereich. Sieht jetzt richtig schick aus. Ich glaube, hier sind auch noch so ein paar Angebote. Ja, 30%. Also wenn ihr ein paar Helme sucht, gibt es im Moment ein Angebot. Und es gibt ein paar News noch. Und zwar gibt es den Fahrradfrühling in Mülheim. Und da ist MTB Zone Spree auch mit am Start. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ein paar Räder zu checken und Mackaufstand, euer Rad reinigen zu lassen und all so ein Kram, dann könnt ihr da auf jeden Fall vorbeikommen. Vatertag am 18. Und wir haben noch ein schönes neues Fahrrad. Das möchte ich euch unbedingt gleich mal zeigen. Aber ja, wir gehen erstmal eine Runde durch den Store. Ich habe übrigens mir neue Reifen jetzt gleich mitgenommen. Und zwar Argotal Xynotal für das Kinevo, weil da ist jetzt aktuell noch Winterbereifung drauf und ich muss auf jeden Fall vorne Dirty Dan, hinten Magic Mary, Ultra Soft, das ist so für den Sommer nicht so mein Ding, deswegen für neue Reifen mitgenommen. Norco und YT sind jetzt in der Werkstatt und ja, außerdem ist MTB Zone Spree jetzt auch Partner bei Fox. Und kann zum Beispiel auch einen kleinen Service machen. Also die haben eine Schulung bekommen und so. Das heißt, einen kleinen Dämpfergabelservice ist mit dabei. Ja, und das Fahrrad, was ich euch unbedingt einmal zeigen will und wovon ich ein geiles Video drehen will, das steht hier da. Ihr habt es vielleicht schon beim Opening gesehen. Und ja, ich möchte auf jeden Fall davon ein kleines Video drehen, einen kleinen Bike-Porn. Weil das Fahrrad einfach mega geil aussieht und ich einfach ja, euch das Fahrrad einfach mal ein bisschen zeigen will. Das haben die Custom hier aufgebaut und sowas geht also auch. Wenn ihr ein Bike Custom aufbauen wollt, geht das hier auch ganz gut. Ja, ich brauche noch Markov fürs Fahrrad reinigen. Das müssen wir auch noch mitnehmen. So, hier liegen schon meine Reifen. Ja, ich werde mal einen schönen Spot suchen, wo wir das Fahrrad aufstellen können. Und dann drehen wir davon ein kleines Video. Und ja, viel Spaß. Perfect.
So, ihr Lieben, ich bin wieder im Auto, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und hinter mir liegt das Aubert Rice. Das werde ich jetzt ein bisschen testen. Morgen holen wir auch noch das für die Michi ab. Und ja, Norco und YT sind jetzt gerade in der Werkstatt. Und ihr habt gesehen, das Meta SX, ne? Boah, Leute, das ist... Also ich weiß ja nicht, wie sich das Bike fährt, ne? Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer so ein Bike von euch fährt. Aber das sieht so mega aus, das Bike. Und ich hätte da übelst Bock drauf. Also wenn jemand so ein Fahrrad hat und mich mal fahren lassen würde, so für so einen Test, würde mich mega freuen, weil ich will kein Fahrrad mehr blind kaufen. Und das hier steht halt nur als einzigartiges Ding im Laden. Das kann ich nicht mit auf die Trails nehmen. Ja, schreibt mir das gerne mal. Würde ich super gerne mal fahren. Und ja, Vatertag, Termin. Könnt ihr gerne abchecken. Kommt da vorbei. Und ja, ich habe gerade mit dem André noch gequatscht. Könnt noch so ein paar coole Sachen planen, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall jede Menge Ideen da, aber zu wenig Zeit, wie das halt manchmal so ist, ne? Ja, und das Meta SX. Ich brauche das halt null, das Fahrrad, ne? Sind wir mal ehrlich, ich brauche das Fahrrad wirklich überhaupt gar nicht. Aber irgendwie hat man dann ja doch Bock drauf, ne? Naja, ich habe jetzt, werde jetzt erstmal zufrieden sein, weil ich ein neues Bike testen darf. Und da sind meine neuen Reifen. Bin ich auch gespannt. Die kommen aufs Kenevo drauf. Und ja, ich freue mich. Mega cool. Danke an MTB so ein Spray für den Support und für eure Unterstützung. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und könnt ihr abchecken auf Instagram und Co. Wenn ihr was braucht, schaut vorbei. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.